Hallo ihr Lieben, wir schauen uns wieder an, was wir alles gefunden haben. Ich fange mal mit diesem dicken Glasknubbel an. Ihr seht, der ist eine sehr massive Angelegenheit. Ich glaube, es ist einfach ein Deckel. Ich habe erst überlegt, ob der so auf eine Flasche gehört hat. Also ihr kennt diese Glaskorken. Glaube ich aber nicht, weil die Form wäre doch irgendwie extrem unpraktisch. Und wenn man ihn sich von hier anschaut, dann sieht man auch ein bisschen hier, der Rand ist sauber angeschliffen. Da sollte das wahrscheinlich auf eine Glasdose oder sowas einfach aufliegen, ohne festzuschließen. So stelle ich mir das zumindest vor. Hier oben war dann noch ein kleiner Knubbel dran als Anfasser. Der ist leider auch irgendwie verschwunden. Als nächstes haben wir dieses Ding. Das halte ich für eine Sicherung oder zumindest ein Teil davon. Wir haben vor ein paar Jahren in einer Mietwohnung gewohnt. Da sahen die Sicherungen immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Ich halte das für ein Modell aus den 50er Jahren. Wer was weiß, kann mich gerne korrigieren. Dann habe ich hier diesen wunderbaren Porzellanflaschenverschluss für Bügelverschlüsse. Jetzt hoffe ich, ihr könnt das lesen. Da steht drauf Krumm und Reiner, Waldkirch im Breisgau. So einen Korken, also wenn man die Korken nennen kann, ich sage es jetzt einfach mal, habe ich schon vor Jahren mal im Wald gefunden, ein Foto gemacht und dann habe ich ihn wieder in den Graben geschmissen und zwar so, dass ich ihn nie wiederfinden konnte. Und hinterher habe ich dann festgestellt, dass der gute Korken schon ungefähr 100 Jahre alt sein muss, weil es diese Brauerei seit 1920 nicht mehr gibt. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass ich jetzt nochmal einen von dem gleichen Verein gefunden habe und den werde ich auf jeden Fall behalten. Dann habe ich wie immer noch ein bisschen Flussglas, kleine giftgrüne Stückchen von modernen Bierflaschen, ein etwas abgetönteres Grün von einer älteren Flasche. So wie der abgeschliffen ist, liegt er auch schon richtig lange im Fluss. Dann habe ich hier auch sehr schön abgeschliffen ein Stück Flaschenboden, 0,7 Liter. Das war früher die gängige Größe für Weinflaschen. Inzwischen sind wir bei 0,75 angelangt, um das Dezimalsystem zu feiern oder was weiß ich. Da unten ist das kleine Logo, soll ein Kleeblatt sein. Ich dachte erst, das wäre ein Kreuz, aber das ist das Logo von der Firma Haie aus Obernkirchen an der Weser in Niedersachsen. Die machen schon seit Jahrzehnten kein Glas mehr, sondern Maschinen zur Glasherstellung. Also wird auch der schon eine ganze Weile in der Elz gelegen haben. Dann dieses Ding hat mir peinlich lange Rätsel aufgegeben, weil ich die Form schon so seltsam fand. Ich dachte, ein Stück, wovon ist das denn bitte? Also egal wie man es dreht, es sieht nicht aus wie eine vernünftige Flasche, es sieht noch gar nichts aus. Dann steht da irgendwas drauf. Da dachte ich ja, das könnte vielleicht ein N gewesen sein, das hier ein C. Das in der Mitte wäre ein tolles I, aber es ist kein I-Punkt drauf. Da vorne gucken noch so ein paar Schnörkel raus, vielleicht ein H. Was für ein Wort könnte das geben? Ich bin nicht drauf gekommen. Und immer diese komische Form. Ich dachte, was ist das? Ein kleines schiefes Fläschchen. Braunes Fläschchen. Was hat man in braunen Fläschchen? Zum Beispiel Gewürzsoße. Und dann habe ich mal geschaut, wie alte Maggi-Fläschchen aussehen. Und das kommt genau hin, denn die haben da den Schriftzug Maggi schräg draufgeprägt gehabt. Und wenn man weiß, was es sein soll, dann erkennt man das M und ein Stück vom A und die beiden unteren Schlaufen von den Gs. Diese Fläschchen gab es so ungefähr von 1920 bis 1940.
habe ich im Internet gelernt. Also auch der liegt schon eine ganze Weile in der Elsrum. So, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal.